Die Immobilienpreise steigen. Doch manch einer fürchtet eine Immobilienblase. Welche Anzeichen kann es für sinkende Preise geben? In unserer neuen Reihe beleuchten wir, welche Faktoren sich auf Immobilienpreise auswirken können. Ich bin Andreas von ImmoScout24. Viel Spaß mit unserem Beitrag. Ein erster Indikator ist die Entkopplung von Kauf- und Mietpreisen. Bisher führten steigende Mietpreise auch zu steigenden Kaufpreisen. Aber wann steigen Mieten? Wenn es einen Nachfrageüberhang gibt, demnach viele Menschen eine Wohnung suchen, es aber wenig freie Mietwohnungen oder Häuser gibt. Das hat wiederum zur Folge, dass höhere Mieten verlangt werden können. Wenn die Miete genauso hoch ist wie die monatliche Kreditrate, dann können sich viele Menschen auch für einen Kauf entscheiden. Durch hohe Mieten lohnt es sich ebenfalls, in eine Immobilie zu investieren, da man im besten Fall höhere Mieteinnahmen als Kreditausgaben hat. Bieten Immobilien eine stabile Wertsteigerung, steigt wiederum die Nachfrage nach Immobilien und auch ihr Preis. Sobald die Differenz zwischen der monatlichen Miete und Kreditrate aber sehr hoch wird, lohnt sich der Immobilienkauf für Anleger nur noch, wenn die Kaufpreise weiter steigen. Für KäuferInnen, die selbst in der Immobilie leben wollen, ist das noch kein Grund, nicht zu kaufen. Denn hier geht es eben auch um den Traum vom Eigenheim. Da spielen hohe Renditen allein nicht die ausschlaggebende Rolle. Schwierig wird es nur dann, wenn sich SelbstnutzerInnen keine Immobilie mehr leisten können. Die Kaufpreise für angebotene Immobilien steigen. Das zeigt unser Wohnbarometer. Mit einem Preiswachstum von 9% für Eigentumswohnungen im Bestand im Jahresvergleich liegt die Entwicklung der Angebotskaufpreise 6 Prozentpunkte über der Entwicklung der Angebotsmietpreise von Wohnungen im Bestand, die im Jahresvergleich nur eine Steigerung von 3% verbuchen konnten. An unseren Zahlen sieht man auch, dass die Entkopplung bei Neubauwohnungen zur Miete und zum Kauf nicht ganz so stark ist. Hier stiegen die Angebotsmieten zwischen 2020 und 2021 um 5,3% und die Angebotskaufpreise um 7,9%. Die Entkopplung beträgt daher nur 2,6%. Aber warum dieser Unterschied? Das liegt an weniger staatlichen Regulierungseinflüssen bei der Vermietung von Neubauimmobilien. In Deutschland wird seit einigen Jahren der Mietmarkt stärker reguliert, was sich auf die Mietpreisentwicklung auswirkt. Stagnierende Mieten lassen sich nicht auf eine Sättigung des Marktes zurückführen, sondern auf einen äußeren Einfluss, der die Marktsituation nicht vollständig abbildet. Daher ist davon auszugehen, dass Miet- und Kaufpreisentwicklung ohne Regulierungen wie der Mietpreisbremse paralleler verlaufen würden. Wir haben einen Index erstellt, der zeigt, in welchen Städten zwischen 2016 und 2020 die Angebotskaufpreise schneller als die angebotenen Mietpreise gestiegen sind. Der Index zeigt die Differenz zwischen der Miet- und Kaufpreisentwicklung in Prozentpunkten an. Bei hohen Werten gab es ein starkes Preiswachstum. Mieten zogen in diesen Städten nicht gleich stark nach. Städte mit hoher Entkopplung sind Leipzig, Halle, Salzgitter, Magdeburg und Bergisch-Gladbach. Im Index sind Bestandsmieten und Neubaumieten enthalten, sodass auch hier der regulatorische Einfluss wirkt. Entkoppelte Miet- und Kaufpreise reichen aber nicht aus, um eine Blase zu prognostizieren. Dazu ist es nötig, weitere Anzeichen mit einzubeziehen. Wie sich die Entwicklung der Zinsen auf die Immobilienpreise auswirkt, beleuchten wir für Sie im November. Schauen Sie dann wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.